Heute sind wir auf der Asia Arena 2019 in Oschersleben. Heute dreht sich alles um asiatische Autos, um blaue asiatische Autos, um rote asiatische Autos, um orange asiatische Autos. Es geht um schnelle asiatische Autos, neue asiatische Autos, alte asiatische Autos, querfahrende asiatische Autos, Achtelmeile fahrende asiatische Autos, im Kreis fahrende asiatische Autos, um Cosplay. Die Girls zu den asiatischen Autos und Männer natürlich. Und heute Abend feiern wir mit asiatischen Autos eine geile Party. Also ich freue mich mega drauf. Stay tuned. Übrigens, Subaru ja auch wirklich eine geile Marke, größter und bester Allradhersteller der Welt. Sorry. Das Zeichen übrigens ist ein Planetensystem, die Plejaden. Die Plejaden, das muss man auch erstmal wissen. Toyota GT86, ne? 86 ist nicht einfach so gewählt. Erstmal gab es den A86, legendäre Autos der Driftszene. Aber GT86 steht auch für 86 mm Bogen, 86 mm Hub und in der Originalausstattung 86 mm. Rohrdurchmesser, hinten was rauskommt, der aber nicht mehr. Der ist etwas größer geworden. Hier möchte ich kein Anwohner sein. Also wir sind auf dem Cosplay-Contest, der hier stattfindet, weil die Asia Arena dieses Jahr ist ja unter dem Motto Cosplay, ne? Also Fantasy, wenn du so willst. Ich habe jetzt mal einen ganz einfachen Begriff verwendet. Und hier ist gerade die Judges sind gerade dabei, die stehen da hinten, die sehen übrigens genauso aus. Also die scheinen Ahnung zu haben, wovon, was sie tun. Und hier geht es auf Authentizität, Kreativität und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber es sieht irgendwie funny aus, oder? Geile Nummer. Wie viel Mühe da drin steckt. Verrückt. Wohl, er sieht aus wie Neukölln, oder? Das ist doch eindeutig Neukölln. Entschuldigung, wer bist denn du? Eine Schamanin. Eine Schamanin? Ja. Okay. Was schamanst du so? Indianer, ne? Indianer. Vom Stamme der Vielfeder-Indianer. Sehr toll. Hast du das selber gemacht, das Kostüm? Ja, echt verrückt. Krass. Respekt. Und, räumst du die Chancen ein? Keine Ahnung.
Meine Stimme hast du. Oh, danke. Also, ich wünsche euch was. Viel Erfolg. Sind präpariert. Ein paar leicht modifizierte Autos haben wir auch und jetzt gehen wir zum Driften. Jetzt sind wir schon bei den Finals vom Driften und hier in der Kurve steht man besonders gut, weil da kommen sie. Und ich würde sagen, das war mal ein amtlicher Lauf. Geil. Oh, ich liebe den Geruch vom verbrannten Gummi am Abend. Ich bin jetzt hier beim Alex von Torfu Garage und von der Torfu Garage, oder? Der Torfu Garage. Der Torfu Garage, genau. Und wir sind ja Gebrauchtwagen-Seite oder wir sind eine Gebrauchtwagen-Seite und mich würde mal interessieren, wie nimmst du das wahr so in letzter Zeit, wie sich das so entwickelt hat? Also die Japaner-Szene nimmt immer mehr zu, ne? Es nimmt immer mehr zu und die Autos, die, sage ich jetzt, am meisten gefragt sind, werden halt auch immer teurer, ne? Also ja. Inzwischen selbst die Oldtimer-Magazine und die sage ich jetzt mal, renommierten Presse-Sachen, was das so anbetrifft, akzeptieren es auch langsam, dass eine S13 zum Beispiel immer teurer wird, eine S14 immer teurer wird. Ja. Kommt halt auch daher, dass viel davon halt zum Driften verballert wird und halt dann nirgendwo mehr existiert. Ja. Die Dinger wachsen halt auch nicht mehr nach und sind halt super gefragt, sind halt als Einsteigerauto geil und machen halt echt Bock. Aber Alex, es ist ja so, dass wir hier wirklich viel extreme Umbauten sehen. Du siehst ganz selten mal irgendwas richtig Originales dazwischen stehen. Ja, das stimmt schon. Ich denke mal, da wird es auch bleiben bei, ne? Ist auch deine Geschäftsgrundlage, würde ich sagen. Ja, genug. Also wir konzentrieren uns halt auf extremen Sachen, das ist so unsere Nische. Ja. Ne? Also hauptsächlich halt Breitbau oder halt, wenn es nicht breit bist, dann extrem selten. Also zum Beispiel Toyota Cressida. Ja. Wenn du da bei euch in die Plattform guckst, findest du zwei. Genau. So, wenn ja, überhaupt. Du guckst ja wirklich, wa? suche gespeichert auf Benachrichtigung, falls mal was Schönes auftaucht. Genau. Nee, also die Dinger sind halt so selten und zum Beispiel von dem Baujahr, wo ich einen Cressida von habe, gar keiner. Also ja. 76er Cressida findest du eigentlich nicht. Wir haben ja mal einen abgedreht, 90er Crown, das war meiner, bin ja, genau. Zufall drauf gekommen. Mega geiles Auto. Ja. Und der Verkauf, also ich glaube, wir haben jetzt einen glücklichen Kunden, der den hat, der hat auch genau das gesucht. Ne? Das ist halt das. Es ist natürlich für uns auch so ein bisschen, haben uns von drüber unterhalten, ein bisschen witzig geworden, dass jetzt zum Beispiel die Supras jetzt inzwischen auch dem Nicht-Japaner
Ja, sie fallen auch, muss ich auch sagen, der GT86 ist auch so ein Auto. Ja. Ist so das typische, ich fahre einen Golf 6, 7, ja, will aber endlich meine Heckschleuder und in die JDM-Szene rutschen. Ja. Kriege ich viele Leute, die mich anschreiben, die sagen, hey, wie ist das denn mit dem GT86? Ja. Ist halt ein super Einsteigerauto mit nicht zu viel PS, als dass sie sich direkt quer irgendwo in den Leitplanke hauen. Ja. Aber Supra ist halt so die Legende, ne? Supra, Skyline, AX7, NSX, ja, das sind so die 90er Jahre Legenden aus der JDM-Szene, ne? Und es ist logisch, dass die halt preismäßig... Genau, also fang nicht gleich damit, ja, an. Was wäre denn so dein Einsteiger-Tipp? Wir haben es gerade gesagt, der GT86? GT86, wenn man, sage ich jetzt mal, ein Budget hat von bis 15.000, ja, ist auf jeden Fall GT86, genau. Hammer-Auto, ja, alltagstauglich des Todes, weil ein modernes Auto. Ja. Die Teile sind nicht so teuer, ja, riesiger Tuning-Markt, ne? Ja, also was Teile gibt, unendlich. Ja. Ich sag jetzt mal, es gibt allein, ich glaube, 7 verschiedene Rückleuchten. Ne? Also das sagt eigentlich schon alles, ja, Bodykits des Todes, Felgen sowieso, Fahrwerke, alles. Ja. Ansonsten, wenn man kleinere Geldbeutel hat, sage ich jetzt mal, S13, S14 ist ein super Auto zum Einsteigen. Ja. Was ich persönlich halt extrem feier, sind halt noch ältere Autos, so 70er, 80er, 90er Jahre. Ist halt genauso mein Ding. Alter Crown, Athlete, ein Chaser, ein Cressida. Die kann man übrigens, also da kann ich wieder. Oder was MX5 dazu. NA, ne? Ja, MX5. Ich sag's immer wieder. Auto, ne? Das ist immer ein geiles Auto. Sehe ich ein bisschen albern aus. Klappsteinwerfer bin ich halt total verliebt drin. Ne? Ja. Also, wenn ich ein Auto mit Klappi sehe, hat er schon gewonnen. Willst du noch Opel GT fahren, halt, ne? Ja, ne. Muss Heck haben. Ja, naja, gut, um es mal zu Ende zu bringen. Also, ja, letztendlich habe ich es auch so wahrgenommen. Ne? Also ja, gerade Toyota versucht ja nun mit allen Mitteln auch wieder im sportlichen Bereich sich zu positionieren. Eben. Der GT86 ist ein geiles Auto, ist okay, ist mit Subaru zusammengebaut worden, was nicht schlecht ist. Aber ist super. Ja, super geworden. Tiefer, ja, Schwerpunkt vorne mit dem Boxermotor, Schaltgetriebe, du kannst alle Hilfen ausschalten, du kannst wirklich noch fahren mit dem Ding. Genau. Du hast ein Schaltgetriebe, kein Automatik. Ja. Und was ich noch sagen wollte, bei den alten Autos, Ding, das Geile ist halt, du kriegst eigentlich in Japan so ziemlich alle. Entweder offiziell von Toyota oder, ja, du gehst auf die Gebrauchwagenseiten, gibt es Megaclubs. Also, du musst schon wirklich einen totalen Exoten fahren, um da nicht ranzukommen. Ja. Irgendwas, irgendwer hat immer ein riesiges Lager davon. Genau. Das stimmt. So, jetzt müssen wir ganz kurz noch, was machen wir jetzt noch? Wir gehen jetzt noch ein bisschen feiern, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist es schon zu spät? Ja. Noch ein bisschen driften und dann ein bisschen feiern. Ein bisschen driften und feiern, ja, genau. Ja. Also, danke dir. Passt. Immer gern. Bis dann, ciao. Ciao. So, spät geworden. Geile Veranstaltung hier in Oschersleben und in der Asia Arena. Es hat mir mega Spaß gemacht. Geile Autos, geile Drifts, geile Leute, muss man auch sagen. Und ich habe mich hier so ein bisschen anstecken lassen. Ich fahre zwar nur ein schwedisches Auto, aber Unterflurbeleuchtung will ich jetzt auch haben. So, die habe ich mir gleich einbauen lassen und jetzt geht's nach Hause. Leuchtend der Sonne entgegen. Also bis dann. Like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.